Zack, unser nächstes Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Manchester City Karrieremodus, 12. Episode. Es geht weiter nach der letzten Episode mit dem Derby gegen Man United und dann dem Spiel gegen Liverpool, was für uns existenziell wichtig war, geht's heute gegen die nächsten starken Gegner. Wir spielen erstmal gegen Stoke City, gegen wir die letztens im Pokal gewonnen haben. Dann geht es aber gegen Arsenal und Chelsea und dann auch gegen Hull City, das Ganze simuliert. Nächste Episode geht's dann zweimal gegen Southampton, gegen West Bromwich Albion, gegen Middlesbrough. Das wird auch interessant, aber heute erstmal gegen die beiden Londoner Clubs. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich drüber freuen. 1000 Likes für einfach wieder knacken, wäre das richtig episch. Videobeschreibung, Links zu IG Vault, 6% Rabatt mit Comas Gaming TV, dazu meine Social Medias und natürlich selbstverständlich mein Merchandise. Ihr könnt mich gerne, wenn ihr es habt, einfach mal auf Instagram markieren auf dem Bild. Dann würde ich mich drüber freuen. Hashtag herrlich. Apropos Hashtag herrlich, erstmal Hashtag Training BCDBC. Das ist eine sehr, sehr lustige Reihenfolge, aber sieht recht gut aus. Die Rea verweigert seinen Vertrag. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an die Realität. Wir spielen gegen Stoke, wir spielen zu Hause, wir spielen mit B11. Weil danach geht es direkt, nur zwei Tage später, gegen Arsenal. Was bei uns B11 heißt, sollte man aber auch nicht unterschätzen. Wir haben unter anderem Iher, Nacho, Carrasco und Nolito vorne, dann Silva, Thiago und Touré, Kolarov, Stones, Company, Kimmich, Bravo. Das ist ziemlich, ziemlich stark. Wir spielen gegen den 10. der Tabelle, den 9. der Tabelle. Die haben zuletzt gegen Chelsea gewonnen. Das heißt, wir dürfen sie nicht unterschätzen. Aber wir spielen zu Hause. Wir sind wieder auf dem aufsteigenden Ast, hoffe ich. Und Nolito macht das 1:0. Ganz, ganz wichtig, dass wir in Führung gehen. Bojan gleicht nur leider Gottes nur 10 Minuten später aus, aber wir sind in Überzahl in der zweiten Halbzeit und das zu Hause. Freunde, nein, wir sind in Überzahl, bitte. Das darf nicht euer Ernst sein, wir dürfen nicht verlieren. Auf keinen Fall dürfen wir verlieren. Es ist unglaublich, diese Simulation, was ist da los? Jetzt ist es soweit und United ist vor uns, das heißt, wir müssen gegen Arsenal wieder ranklotzen. Warum simuliere ich auch noch? Aber es muss einfach sein, weil sonst kommen wir nicht voran. Ist es realistisch? Vielleicht nur ein bisschen, aber dieser bisschen Realismus muss dabei sein. Kovalenko steigt auf 78 und wir trainieren mittlerweile übrigens Dribbling bei Iher. Oh mein Gott, guckt euch den Typ an. 15 Jahre, 58, 92 bis 94 Potenzial. Ja, Touré, du wirst gut ersetzt werden. So, da sind wir zu Gast im Emirates. Auch das sieht von oben sehr, sehr geil aus, genauso wie in der letzten Episode, das Etihad. Aber ich hoffe, dass es besser läuft als die letzte Episode, denn selbstverständlich hat das scheiß Rennen dann mal wieder meine Soundspur verkackt und dieses Video kommt hier erst am Mittwoch, weil ich am Dienstag das andere Video normal hochlade. Ey, so ein Krampf, Mann. Aber ich habe gesagt, es wird alles besser. Und das wird es auch. Also, positiv bleiben. Wir gucken auf die Elf von Arsenal und besonders auf einen Spieler, und zwar auf ihn, Nicolas Otamendi. Der wechselt vor der Saison von uns zum FC Arsenal. Und für Wengers Elf ist das natürlich auch ein wichtiges Spiel. Cech, Aurier, Koscielny, Otamendi, Monreal, Elneny, Coquelin, Chamberlain, Walcott, Cazorla und Welbeck. Auf der Bank Mustafi, Ramsey, Giroud, Chaka, Lucas Perez, Gibbs. Das ist eine sehr, sehr gut besetzte Bank und irgendwie keine perfekte Startelf. Wir spielen hingegen mit Rulli, Kimmich, Boateng, Jimenez, Bernard, Busquets, Kovalenko, De Bruyne, Carrasco, Aguero und Sterling. Also beste Besetzung. Thiago ist nicht ganz fit, deswegen Kovalenko anstelle von Gündogan, der ja verletzt ist. Mark Klettenberg pfeift diese Partie, pfeift Jan und wir müssen siegen. Alles für den Sieg. Nein, 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 Laurent Koscielny, Gott sei Dank ist der kein Abschlussspieler, aber im 16er nochmal erobert und Rulli hält uns das 0-0, wir wackeln wieder in der Anfangsphase, das ist ekelhaft. Aber jetzt Sterling im Konter und der ist sowas von schnell und ist so schnell, dass er zu schnell für sich selbst ist. Walcott und geklärt wieder von Rulli, wir legen uns die Dinger aber auch fast schon selber rein. Jetzt Aguero im Zusammenspiel mit Kovalenko und Aguero ist auch ein Schneller, geht aber alleine auf die Viererkette zu und das kann natürlich nicht gut gehen. Jetzt kommt Sterling und bricht den Lauf ab, warum brichst du ab, mein Junge? Das geht so natürlich nicht, nochmal Sterling und das war das wieder für ein Scheißpass. De Bruyne mit einem ganz einfachen Fehlpass. Also dann hat er zwei Anspielstationen und spielt genau in die Mitte, da wo er nicht hinspielen darf und Oxlade Chamberlain ist natürlich deutlich schneller nochmal als Juan Bernat, der ja auch schon nicht langsam ist, der holt sich aber den Ball sehr gut wieder, ganz stark. Kovalenko mit der Balleroberung und jetzt Yannick Ferreira Carrasco vielleicht mal auf dem Weg nach vorne. Spielt den Ball auf Sterling, Sterling im 16er und den kann er nicht verwerten, weil Aurier dazwischen geht. Oh, Bernat vergisst fast den Ball da, kann den aber nochmal behaupten und dann ist Oxlade-Chamberlain zu schnell. Aber er holt ihn sich wieder. Oh, und dann läuft Aguero genau in dem Moment. Es geht momentan mal wieder in unserer Offensive, leider Gottes nichts. Und jetzt Aguero! Und wieder ist es Aguero, der das Tor macht. Der wichtige Führungstreffer gegen Arsenal aus dem Nichts. Gutes Zusammenspiel da von Aguero, De Bruyne und Kovalenko. Und der Pass von De Bruyne ist Weltklasse. 17. Saisontor. Was würden wir ohne Aguero machen? Kovalenko mit ein bisschen Platz, Ball in den Rückraum. Da steht Aguero gegen Koscielny.
Da wollte ich zu überhastet abschließen. Nochmal eine Ecke kurz vor der Halbzeit. Kevin De Bruyne und der Ball kommt auf Kovalenko. Nochmal Ecke. Oh, De Bruyne, was für ein genialer Versuch. Leider Gottes nicht drin, aber nochmal die Flanke von Carrasco Sterling mit dem Scherentritt. Aber nicht drin. Und Halbzeit im Emirates. Wir führen und so müssen wir weiterspielen. Also der offensichtliche Pass war ja wohl der auf der anderen Seite und nicht der nach vorne. Kimmich mit der klasse Balleroberung. Da ist Yannick Ferreira Carrasco wieder zurück auf Joshua Kimmich. Ja gut, schießen lässt man hier im Karrieremodus besser mit ihm. Wir haben jetzt umgestellt und spielen jetzt mit Doppelspitze vorne drin. Abraham und Carrasco vor De Bruyne. Kovalenko ausgewechselt. Sterling und Carrasco weiterhin auf den Außen. Schöne Balleroberung von Busquets. Und jetzt die Frage, wen spielen wir an? Kevin De Bruyne hat den besten Laufweg. Wieder zu überhastet abgeschlossen. Ich sehe eine kleine Lücke und will sofort schießen. Und das ist der Fehler. Granit Xhaka. Jetzt versuchen sie es nochmal nach vorne, aber momentan stehen wir hinten noch einigermaßen. Das muss auch so bleiben. 75 Minuten durch. Gott sei Dank nur gelb. Das wäre als Doppelfoul normalerweise rot. Oh, den fängt Rulli sogar. So, jetzt müssten wir eigentlich kontern. Ich stehe auch auf Konter, aber irgendwie bewegt sich kein Mensch. Kimmich jetzt mal zusammen mit Carrasco. Guck mal, was der noch für Energie hat. Guck mal, was der vor allem für Platz hat. Viel schneller natürlich als Kieran Gibbs. Die Sache ist nur, es läuft keiner mit. Warum läuft keiner mit? Warum läuft nur Aguero mit? Den kann ich nicht anspielen. Der ist logischerweise zugestellt. Das war ganz, ganz schwach gemacht. Also bitte, Freunde. Carrasco und da kommt Abraham. Kommt fast an den Ball. Nochmal Sterling, hat nochmal Platz. Kann die Flanke schlagen. Aguero. Und dann, ja, kommt er bei den Rückraum und da ist keiner. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Vielleicht die letzte Kontersituation nochmal über Raheem Sterling. Und der hat so viel Platz und so viel Zeit und so viel Tempo, dass normalerweise das eventuell entweder die Entscheidung sein sollte oder der Abpfiff. Die Flanke, Abraham, kommt nicht ran, aber pfeift er ab. Mark Lattenberg pfeift ab. Wir gewinnen das ganz, ganz elementar wichtige Spiel gegen Arsenal mit 1:0. Nach einer ganz wackeligen Anfangsphase, aber im Endeffekt verdient. Der Denkerblick und jetzt muss es so weitergehen. Wir müssen hoffen, dass Man United irgendwann nochmal patzt. Was heißt eigentlich, dass United patzt? Also wir müssen ja mal gegen Chelsea gewinnen. Training mal wieder und wir haben wieder, ja, Durchschnitt, ganz durchschnittliche Ergebnisse, aber guckt euch eher Nachos Wert an. Das ist einfach nur krank im Abschluss. Wir haben personaltechnisch Probleme. Nicht alle sind fit. Busquets ist gelb gesperrt. Das wird schwierig. Conte ist zuversichtlich. Ich noch nicht. Aber mit einem Sieg können wir an United vorbeiziehen, weil die haben gepatzt gegen Everton. Also, auf geht's. Manchester City zu Gast an der Stamford Bridge gegen den FC Chelsea, MGT und seine Männer gegen das Team von Antonio Conte. Ganz, ganz wichtige Partie für die Citizens, denn zuletzt hatte man nicht gut dagestanden in der Liga und heute musste man nach dem letzten Erfolgsergebnis gegen Arsenal daran anknüpfen und damit wieder zumindest in die Richtung von Manchester United und Tottenham vorschießen. Es würde nicht einfach werden gegen die Blues, aber das Ziel war eindeutig formuliert. Man wollte die 3 Punkte mitnehmen und damit wieder an die Tabellenspitze vorstoßen. Ob das klappt, wir werden sehen. Es war eine Elf, die man so nicht erwarten konnte. Auf der anderen Seite der Spieler im Fokus selbstverständlich. Rafael Varane im Winter gewechselt, nachdem er erst im Sommer zu Manchester City gegangen war. Bei City hatte man diesen Abgang dann mit Jerome Boateng kompensiert. Also zwei Weltklasse-Verteidigungen gegeneinander. Auch dafür ja die Chelseas allgemein bekannt. Die Blues mit Courtois, Ivanovic, Varane, Cahill, Azpilicueta, davor Matic, Kanté und Fabregas, dann Willian, Eden Hazard und Diego Costa. Das ist schon eine ganz, ganz starke Elf, vor allem eine bockstarke Defensive. Aber auch die Citizens haben sich teilweise mittlerweile stabilisiert hinten in der Defensive. Unter anderem normalerweise mit Jerome Boateng. Aber wie das heute aussah, naja, wir schauen uns das mal an. Eine etwas seltsame Aufstellung, etwas andere Taktik, die MGT auch fitnessbedingt auf den Platz werfen soll. Im Kasten Geronimo Rulli, davor Kimmich, Boateng, Jimenez und Kolarov. Auf der 6 John Stones, auf den Außen Sterling und Thiago und davor Kevin De Bruyne auf der 10 vorne drin. Kun Aguero und
Abraham. 4-1-2-1-2, Raute im Mittelfeld, normalerweise 4-3-3 bei Manchester City, aber wie gesagt, aufgrund der letzten Ergebnisse und aufgrund der Verletzungen und Fitnessprobleme im Team, heute mit zwei Spitzen und vor allem mit dieser Raute, Spielmacher De Bruyne, Sechser John Stones, gar nicht seine eigentlich gelernte Position. In der Anfangsphase merkte man die Unstimmigkeiten im Team von Manchester City, die erste Gelegenheit für Chelsea, aber Eden Hazard kriegt den Ball hier nicht unter Kontrolle, da waren 4 Minuten gespielt und Geronimo Rulli mit seiner ersten Parade. Dann war Kolarov ein bisschen wild geworden. Erste Grätsche, zweite Grätsche gegen Matic. Der steht direkt wieder auf. Allerdings muss er später ausgewechselt werden. Hat sich bei dieser Aktion schwerer verletzt. Kolarov kriegt im Nachgang dann dafür noch die gelbe Karte, nachdem die Aktion schon geklärt war. Und wir sehen in der Wiederholung, das war alles andere als schön, was er da gemacht hat. Der Alexander Kolarov, der serbische Linksverteidiger von Manchester City. Die Citizens versuchten es dann aber in der Offensive. Tommy Abraham, die Riesenchance auf 1-0. Und er hatte direkt die nächste Gelegenheit. Normalerweise muss er den reinmachen, ist aber Rechtsfuß. Das zahlte sich in der Situation für Chelsea aus. Aber Aguero mit der Balleroberung gegen Hazard und Abraham mit dem Kopf, diesmal 1,90 groß, setzt den Ball hier knapp drüber. Ja, Manchester City klopfte so ein bisschen an die Tür des Tores von Thibaut Courtois, aber der lief jetzt auch teilweise zu richtig guter Form aus. Zunächst einmal gibt's einen Freistoß noch aus dem Halbfeld, auch wenn das letzte Tackling von Varane am 16er war. Kevin De Bruyne, den wird er ja wohl nicht direkt machen. Nein, sie machen's ganz fuchsig, dabei kurz gespielt auf Alexander Kolarov. Der dreht sich einmal und dann der Abschluss. Schön, Courtois ist da, Kopfball von Abraham und wieder ist Courtois da. Der Belgier war bis dato der Beste bei Chelsea auf dem Platz und sollte später noch eine wichtige Rolle bekommen. Dann aber erstmal Kolarov bereits gelb verwarnt, kann dann nicht richtig in den Zweikampf gehen. Willian im 16er, die Flanke rein, dann ganz, ganz schwach von Manchester City und 1-0 FC Chelsea. Da sind wieder die Fehler in der Defensive, die einfach nicht passieren dürfen. Wir gucken uns das Ganze gleich nochmal genauer an, aber auf jeden Fall die Hereingabe vom eigenen Mann an den Pfosten gelenkt und im Endeffekt springt der Ball zu Eden Hazard und der kriegt den dann irgendwie ins Tor. Wird im Endeffekt als Eigentor von Geronimo Rulli gewertet, weil der den noch ganz, ganz unglücklich abwehrt, aber so ein Gegentor, ja, das schmerzt natürlich in der Seele der Citizens, die versuchten dann direkt zu antworten über Sergio Aguero, der kommt nicht ganz ran, Abraham mit dem Ball auf Raheem Sterling, ganz viel Platz für den Nationalspieler, aber der trifft momentan das Tor einfach nicht und haut auch diesen Ball extrem weit über den Kasten. Wir springen direkt in die zweite Halbzeit, nur noch Manchester City in der Offensive, wieder ist Thibaut Courtois da, hält hier den Ball von Sergio Kun Aguero, dem Top-Torschützen der Premier League, aber es ging weiter direkt die nächste Gelegenheit über De Bruyne, der Ball auf Sterling und wieder ist Courtois da, wieder eine klasse Parade des Belgiers. An ihm verzweifelten die Citizens zusehend hier in der 55. Spielminute, aber sie versuchten es immer weiter. 56. Abraham auf Raheem Sterling und wieder ist Courtois da, Weltklasse-Reflex und hält seine Mannschaft zunächst einmal im Spiel. Die anschließende Ecke von Kevin De Bruyne in die Mitte gebracht. Kopfball von Thiago, jetzt hilft auch noch sein Teamkollege auf der Linie. Es war unglaublich, was City für Chancen liegen ließ. Die nächste Ecke, Boateng stolpert. Ist egal, 1-1. Wunderbarer Kopfball des Kapitäns der Citizens. Er war bereits einmal bei Manchester City, ging dann weiter zum FC Bayern. Mittlerweile ist er wieder da und wuchtet diesen Ball hier in den Winkel. Keine Chance für Courtois. Das war ein richtig genialer Kopfstoß von Boateng, an den kommt auch Azpilicueta nicht mehr ran, der vorher noch geklärt hat. Der MGT zufrieden näher, noch nicht ganz zufrieden, denn es war natürlich noch nicht gewonnen. Allerdings waren sie auf dem richtigen Weg, Boateng mit seinem ersten Tor nach seiner Rückkehr. Und Manchester City reagierte und wechselte. Abraham und De Bruyne gingen raus, dafür kamen Nolito und Kelechi Iheanacho. Also nochmal frische Kräfte für die letzten 25 Minuten. Die Fans, die waren zuversichtlich, dass das noch was werden konnte. Raheem Sterling, der war sehr aktiv, sehr unglücklich in seinen Aktionen. Aber hier setzt der Aguero ein. Aguero, das Ganze abgefälscht nach 70 Minuten. Es sollte nicht sein mit der Führung für Manchester City. Im Gegenteil, plötzlich kam Chelsea nochmal nach vorne. Willian aus der Distanz ein bisschen überhastet abgezogen. Nach 83 Minuten blieb es weiterhin beim 1-1. Dann der Ball auf Iheanacho, spitzer Winkel, der Nigerianer versucht es trotzdem wieder, ist Courtois da, seine 13. Parade zu diesem Zeitpunkt, unfassbar, was der aus dem Tor rausholt und noch war es immer noch nicht vorbei, Nolito nochmal mit der Gelegenheit auf Aguero, Aguero wird abgewehrt und es gibt den Eckball, Nachspielzeit der Partie. Nolito, mittlerweile beim Eckball, De Bruyne ausgewechselt. Die Ecke kommt nochmal zu ihm zurück. Er macht das Ganze natürlich jetzt nicht direkt wieder rein, sondern versucht kurz zu spielen. Auf Iheanacho abgewehrt, nochmal Nolito, nochmal ist ein Bein dazwischen. Dann der Befreiungsschlag und dann war Schluss an der Stamford Bridge.
Chelsea erkämpft sich glücklich einen Punkt gegen Manchester City. Sie hatten zwei Gelegenheiten, die von Willian am Ende mitgezählt, und kriegen daraus ein Tor zustande, dank des katastrophalen Abwehrverhaltens von Manchester City. Immerhin hat ein Verteidiger noch den Punkt gesichert, aber an der Chancenverarbeitung oder Chancenverwertung von Manchester City lag es heute wirklich zu 100%. Courtois der Man of the Match und City nicht Tabellenführer, sondern nur Zweiter der Premier League. Das ist so bitter, Freunde. Eine Chance haben, die eine einzige, und das Ding fällt irgendwie rein. Ah, 7 Spiele, 1 Punkt Rückstand. Irgendwie müssen wir das aufholen. Und nächste Episode geht es damit weiter. Aber jetzt spielen wir gleich noch gegen Hull City, habe ich mir gerade überlegt. Weil das ganz gut passt, glaube ich. Wobei, nee, das werden wir spielen. Das werden wir nächste Episode spielen gegen Hull. Weil es ist so bescheuert. Warum sind die Spiele gerade so nah beieinander terminiert? Es wird absolut niemand fit sein. Und dementsprechend werde ich das Ganze spielen, damit nicht mit B11 wieder simuliert der ganze Schwachsinn passiert. Eieieiei. Ein Punkt, Freunde, trennt uns. Schaffen wir das? Ich hoffe es. Mit eurem Support auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Schreibt rein, was soll ich machen, was kann ich tun? Ich weiß es nicht. Das gerade ist... Es lag nicht an mir, das lag komplett an Courtois und am Spiel. Das wollte ich, dass ich gewinne. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Es würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein. Und ciao.